Es ist mal wieder Zeit für Funfair Blog, eine Art Videoblog über Freizeitparks und Kirmes. Und heute sprechen wir über den legendären Airwolf der Schaustellerfirma Max Eberhardt. Und unter anderem gibt es hier ein 11 Minuten On-Ride-Video zu sehen. Also bleibt dran und erlebt ein dreidimensionales Flugspektakel über Kopf in 24 Metern Höhe. Also bis gleich. Willkommen zurück! Der Airwolf ist ein Inferno-Fahrgeschäftstyp und es handelt sich dabei um ein Hochfahrgeschäft des niederländischen Herstellers Mondial Rides. Diese 150 Tonnen schwere Anlage ist das dritte und bis dato letzte gebaute Inferno-Fahrgeschäft und hatte im Jahre 1996 auf dem Schützenfest in Hannover Premiere. Der Besitzer des Geschäftes war und ist meiner Meinung nach noch der Schausteller Max Eberhardt aus Hamburg. Und der Airwolf ist, wie gesagt, nicht mehr auf Reisen. Die letzte Station war in diesem Jahr, also im Jahre 2015, auf dem Hamburger Frühjahrsdom. Was nur aus ihm geworden ist, ob er auf einer Halle noch irgendwo lagert, habe ich keine Informationen. Vielleicht weiß der ein oder andere ja Näheres. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Aber wir kommen mal wieder zurück auf die Technik. Also der Airwolf besitzt Hydraulikantriebe anstatt Elektromotoren, wie zum Beispiel bei den anderen beiden Modellen, die es gab, vom Fahrgeschäftstyp her Inferno. Das war ja Newcomer, wird vielleicht sich der ein oder andere noch dran erinnern. Und auch der Nightfly war also so eine gleiche Anlage, die auch in Deutschland tingelte, damals zumindest. Und der Grund hierfür war, die Elektromotoren waren den dynamischen Belastungen des Fahrablaufs oftmals nicht ganz gewachsen. Und daher entschied man sich eben hier beim Airwolf Hydraulikantriebe zu nehmen. Eine weitere kleine Besonderheit gegenüber den Mitbewerbern war, dass der große Airwolf-Schriftzug in der Mitte des Arms sich nicht mitdrehte, sondern stets aufrecht und somit für die Besucher auch gut lesbar war. Sah auf jeden Fall sehr cool aus. Und kommen wir so ein bisschen mal in die Konstruktion des Airwolfs. Schauen wir da mal drauf. Also aus der Podiumskonstruktion her, welche zum Ein- und Aussteigen diente, ragte ein 45 Grad nach vorne geneigter Mittelmast, empor und an dessen oberem Ende ein 22 Meter langer Arm drehbar befestigt ist. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Am Ende trägt der Arm die Gondel, ne, logisch. Und die motorisch um die Längsachse des Arms und freischwingend um ihre eigene Längsachse jeweils um volle 360 Grad drehbar ist. Ich weiß, es ist schwer zu erklären. Man muss es einfach sehen, aber das seht ihr ja gleich in dem Video. Es geht aber noch weiter. Also in der Längsachse her ist die Gondel zweigeteilt, ne? Also auf jeder Seite sitzen ein paar Fahrgäste. Und die beiden Hälften können sich unabhängig voneinander um die Längsachse überschlagen. Das andere Ende des Arms trägt das Gegengewicht und um der Gondel die nötige Bewegungsfreiheit zu geben, wird das Einstiegspodium, habt ihr euch mit Sicherheit auch schon der eine oder andere gesehen, immer vor Fahrtbeginn pneumatisch abgesenkt. Durch das Zusammenspiel der motorischen Bewegung und der freischwingenden Gondel ist ein interessanter Fahrablauf realisierbar geworden und welcher trotz der Bewegungsvielfalt als magenschonend gilt. Und das kann ich wirklich bestätigen, gerade ich, wo mir doch bei solchen Fahrgeschäften total oder schnell schlecht wird. Also mit dem Airwolf konnte ich ja ohne Ende fahren, naja nicht ohne Ende, aber ich sag mal 5-6 Minuten fahren und mir war dabei oder danach überhaupt nicht übel. Es folgt auch gleich nochmal ein 11 Minuten On-Ride, da werde ich das euch auch nochmal beweisen. Ja, kommen wir mal zu den technischen Daten vom Airwolf. Schauen wir mal drauf. Also die Front beträgt 21 Meter, die Tiefe beträgt 24,5 Meter, die Höhe sind wir bei 24 Meter, Baujahr war 1996, der Anschaffungspreis war 1,8 Millionen Euro, also in Euro noch gerechnet, und dazu kamen dann nochmal 0,6 Millionen Euro für die Fahrzeuge. Hersteller ist Mondial Holland,
Stromanschluss wird benötigt 300 kW bzw. 3 x 400 Ampere. Das Gewicht beträgt wahnsinnige 150 Tonnen. Antrieb ist, wie gesagt, hydraulisch, also ja, Hydraulik. Kapazität 28 Personen pro Fahrt konnten mitgenommen werden. Kommen wir zu den mitgeführten Fahrzeugen. Also, was wird mitgeführt? Einmal 4 Hänger, ein Mittelbau mit einem Gewicht von 54 Tonnen, ein Rückwandwagen mit einem Gewicht von 40 Tonnen, ein Gondelwagen mit einem Gewicht von 36 Tonnen, ein Mast- und Podiumwagen mit einem Gewicht von 30 Tonnen, ein Mannschaftswagen mit einer Länge von 11 Meter sowie ein Wohnwagen mit einer Länge von 13 Meter. Ja, die gleich folgenden Aufnahmen stammen vom Hamburger Hamburger Dom 2001 und 2003. Und was gibt's zu sehen? Also einmal, wie gesagt, das versprochene 11 Minuten On-Ride. Dazu kann ich noch mal kurz sagen, da war ich alleine mit einem Airwolf-Mitarbeiter drin und deswegen gab es eine sogenannte Special-Fahrt. aber die 11 Minuten haben wir wirklich auch gereicht. Also es war schon wirklich hardcore, aber das werdet ihr gleich sehen. Dann gibt es eben interessante Nacht-Off-Ride-Aufnahmen vom Airwolf. Ich habe auch ganz in der Nähe der Maschine mal gefilmt, weil man hört da wirklich die Kraft der Hydraulik, wenn die sich in Gang setzt. Also ich kriege da immer so richtig Gänsehaut. Denke ich mal, kommt auch ganz gut rüber. Und dann natürlich auch nochmal Rekommandeuraufnahmen. Also aus der Sicht des Cockpits vom Airwolf, kann man wirklich sagen. Das denke ich mal, oder ich hoffe, dass es für euch interessant ist und ja, dass ihr da Spaß habt. Und wie immer, am Ende des Clips sehen wir uns nochmal kurz wieder zu einem kleinen Fazit. Und dann habe ich natürlich immer noch mal eine Frage an euch. Aber jetzt lasst uns in die Lüfte steigen mit dem Herr der Lüfte, mit dem Airwolf. Bis gleich und viel Spaß. Thank you.
Wollt ihr noch mehr? Mann, komm, da bin ich ja, meine so. Ich soll dir die Scheiße, wir werden geizig. Machen wir das Ganze noch einmal andersrum. Für meine Gäste heute nur das Beste. Und in diesem Sinne machen wir das Ganze andersrum. Tschüss. Es geht nochmal los. Das Ganze andersrum. Thank you.
Ladies and gentlemen, we proudly present highest technology, ultimate design. Einzigartig, unnachahmlich, unvermeidlich gut. Wow. Jetzt anlaufen, die Karten kaufen, die Tickets lösen, anschließen, bitte mitstarten, hinein da. Na, logisch. Jetzt mal mit. Denn auf die Dauer hilft halt nur Airwolf Power, Baby. Power. Halbzeit, Breakdown, Stop. Attention. Hey. Halbzeit. Okay, Seitenwechsel, Achtung, wir toben weiter. Und los. Hey. Achtung, Achtung, Runde 2, Plan 3, Feuer frei. Finale! Los. Ja, denn noch einer muss, nein, aber dann ist Schluss. Letzte Runde. Get ready. Den Rest. Finale. Alright. Hey, hey. Letzte Runde. Letzter Hüpfer. Hey. Tschüss. Ende im Gelände. Schicht im Schacht. Schluss aus und vorbei. Wir landen. Das war's, das wär's. Das muss genügen. Neue Tour, Landeanflug, neue Reise. Ich bin aufgenommen. Ich bin aufgenommen. Arschloch. Ja. Ja, wir sind auch noch von Arsch. Ja, ne? Hallo. Hallo. Jetzt wird's jetzt schlicht. Thank you.
getötet hätte, so haben. Was er tötet hätte, so haben. Ja. Thank you.
Nochmal das Stiefel. Ich sauf halt nochmal, ich hab's gewusst. Oh, nee, scheiße! Das war doch wohl klar, ne? Ist mir schlecht, ey. Ja, das waren fast 11 Minuten On-Ride-Video vom Airwolf. Und bevor wir mit meinem persönlichen Fazit zum Airwolf fortfahren, hier nochmal eine kleine Richtigstellung. Und zwar habe ich vorhin bei den technischen Daten vom Airwolf gesagt, dass die Personenkapazität 28 Personen beträgt, was natürlich nicht stimmt. Es passen 38 Personen rein. Also das mal nur mal schon vorab als kleine Richtigstellung. Ja, mein persönliches Fazit zum Airwolf. Also ich muss sagen, immer wenn ich auf dem Hamburger Dom war und der Airwolf stand dort, dann war das auf jeden Fall Pflichtprogramm. Weil mir gefiel die Fahrt und mir wurde darin nicht schlecht und die war abwechslungsreich. Ja, auch schon alleine die Optik vom Airwolf fand ich grandios, dieses ganze Lichtspektakel, auch besonders die Blitzlichter. Oben am Stern oder auch vorne an der Front. Man hat schon wirklich von Weitem gesehen, boah, geil, ne? Es sah einfach cool aus und dann wusste man natürlich auch schon, aha, der Airwolf ist wieder da. Und hier davon vielleicht nochmal eine kleine Story. Ich war mit Kumpels unterwegs auf dem Dom und wir standen vorm Airwolf und einer davon, der hatte so Rückenbeschwerden. Ne? Und vorne am Airwolf stand ja ein Schild, also Leute, Personen mit Rückenbeschwerden sollen nicht mitfahren und so weiter. Und wir wollten eben alle mit dem Airwolf fahren und er meinte, ich weiß nicht und so, ist dann aber dann trotzdem mitgefahren. Und nach der Fahrt stieg er dann aus und ich habe dann gefragt, wie fandst du den Airwolf? Und er meinte, du, meine Rückenschmerzen sind alle weg. Keine Ahnung, ich spüre nichts mehr. Und seitdem nennt er den Airwolf die Rückeneinrenkmaschine. Also ja, und hat mich dann immer gefragt, sag mal, ist auf dem Hamburger Dom wieder die Rückeneinrenkmaschine da? Und bevor ich dann... Irgendwann, ich habe ihn natürlich immer gefragt, was meinst du denn damit? Ja, das Ding da, dieser Hubschrauber. Ich sage, ach so, den Airwolf, ach so, nö, der ist nicht da. Ja, das kennt ihr ja bestimmt auch, ne? Also die Nicht-Kirmes-Fans oder die Leute, die sich dafür nicht interessieren, die sagen dann zu einem Fahrgeschäft irgendwie so ein Ding, was sich überschlägt, ne? Gibt es ja auch nicht so viele, oder überschlägt sich ja auch kaum eins, ne? Aber klar, die beschäftigen sich damit und wissen dann natürlich dann meistens immer nicht den Namen. Nehmen wir den auch nicht übel, ne? Ja. Ja, was ich so ein bisschen kritisiere beim Airwolf oder so einen kleinen Kritikpunkt hatte ich immer, dass man in der Gondel relativ eng saß, also richtig so eingequetscht und wenn neben dir dann noch jemand saß, saß man so drin und war irgendwie auch so an den Armen, an den Händen total irgendwie unangenehm und war kein großes Vergnügen.
Aber ja, ansonsten fand ich auch cool, die Lautsprecher, die direkt an der Gondel befestigt waren, fand ich auch cool. Da wurdest du also richtig, konntest alles hören, wurdest richtig beschallt und hat richtig Spaß gemacht irgendwie. Aber die Moderation, zumindest in den Anfangsjahren vom Airwolf, fand ich richtig cool, richtig klasse, war gut gelungen. Aber so am Ende der Spielzeit, also ich sag mal so 2010 bis 2015, fand ich die Moderation, die Rekommendation am Airwolf gar nicht gut. Also auf gut Deutsch richtig mies. Auch irgendwie lustlos und man hat auch gemerkt, dass öfters auch mal der Rekommandeur dort gewechselt hat und ja, irgendwie war wahrscheinlich da die Luft raus, ne? Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so fandet, aber ich für meinen Eindruck hatte nachher gar keinen großen Spaß mehr dazu zu schauen, ja, war immer, ja, die Moderation, die war nicht mehr so wie früher, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, oder andere haben das wesentlich besser gemacht. Ja, ist so mein Eindruck. Gut, aber egal. Ja, dann habe ich natürlich mal eine Frage an euch. Wie ist eure persönliche Meinung zum Airwolf? Das ist das Erste. Und konntet ihr ihn überhaupt noch fahren? Und welches Inferno-Fahrgeschäft ist euer persönlicher Favorit? Schreibt das gerne mal in die Kommentare hier auf YouTube oder auf Facebook. Ihr müsst auch nicht die Fragen beantworten, ihr könnt auch irgendwas, was euch gerade einfällt zum Airwolf, schreibt es auch in die Kommentare. Ich lese mir das alles mit großem Interesse durch und das eine oder andere Kommentar oder Posting wird dann wie gewohnt in der nächsten Funfab-Blog-Ausgabe von mir präsentiert. So, in der letzten Funfair-Blog-Ausgabe ging es ja um den Breakdance aus dem Heidepark Resort. Und da habe ich euch gefragt, seid ihr schon einmal mit einem Breakdance in einem Freizeitpark gefahren, wo das Fahrprogramm alles andere als langweilig und langsam gewesen ist? Und ihr habt auch wieder fleißig kommentiert. Auf YouTube zum Beispiel schrieb der Zuschauer Italo Boy: Im Holiday Park, der hat Spaß gemacht. Ja, kurzbündig, knackig. Danke dir, lieber Italo Boy, für dein Posting. Ja, das ist am Holiday Park. Der Breakdance existiert ja, glaube ich, seit 2014 nicht mehr. Der wurde ja nach dem schrecklichen Unfall verkauft. Ich glaube, der hieß Spinning Barrels oder so ähnlich. Und war ein Breakdancer 4, soweit ich weiß. Ja, schade, ich hätte ihn gerne noch irgendwie mal getestet, gefahren, aber... Weil ich war noch nie im Holiday Park, aber das wird auf jeden Fall nachgeholt. Gerade, ich sag mal, Expedition Z-Force, die Achterbahn, der Pflichtprogramm an sich für jeden Achterbahn-Freak oder Achterbahn-Fan. Das mache ich auf jeden Fall noch. Dann gucken wir mal auf Facebook. Da schrieb der Liam Heinzendorf, auch ein treuer Zuschauer. Schönen Gruß. Die Fahrt vom Breakdancer ist mittlerweile noch langweiliger, aber das Schwarzkopfmonster 3 im Heidepark ist vergleichsweise zur Octopussy Markmann nicht wirklich langsamer, denn kurz vor dem Ende der Fahrt wird sie ja etwas schneller. Und viel schneller kann man die, glaube ich, nicht machen, aber die ist ja in der Mitte, also beim exzellenten Dreher, ganz anders gebaut. Zur Frage über andere Breakdancer. Ich habe noch keinen in einem Freizeitpark gefunden, der schnell war. Aber im Serengeti-Park wird der, wenn nicht viel los ist, manuell gesteuert. Aha, wusste ich gar nicht. Da hatte ich gefühlt eine Fahrzeit von 5 bis 6 Minuten. Und von daher ist der an leeren Tagen ganz okay. Ja, lieber Liam, auch dir herzlichen Dank für dein Posting. Im Serengeti-Park war ich schon mal, ist aber auch schon länger her. Und ja, eine Fahrt von 5 bis 6 Minuten und wenn dann das Geschäft noch manuell gesteuert wird, ist natürlich ein absoluter Traum in einem Freizeitpark. Das macht natürlich mehr Spaß, aber wie auch die meisten, glaube ich, schon geschrieben haben, ja, die meisten Freizeitparks fahren einfach auf Verschleiß und das ist ein Fahrprogramm eingespeichert und ja, anmachen, ausmachen, fertig und gut ist. Ist nun mal so, müssen wir uns mit abfinden. Gut. Ja, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich doch wissen, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt. Und weitere Funfair-Blog-Ausgaben findet ihr auf YouTube hier oben rechts oder auf der Funfair-Blog-Facebook-Fanseite in der Rubrik Videos. Ein Abo von Funfair-Blog verleiht euch super Airtime-Kräfte. Deswegen abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Oder drückt auf Facebook, auf der Funfair-Blog Facebook-Fanseite auf Gefällt mir und dann verpasst ihr auch keine Beiträge mehr.
Das soll's von mir gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Ausgabe von Funfair Blog. Macht's gut. Ciao. In der letzten Funfair Blog Ausgabe waren ja so viele Fliegen hier. Und ja, eine Warnung vorweg an die Fliegen. Ich bin ab sofort bewaffnet. Oh, ich habe jetzt voll Bock auf einen Burger, ne? Irgendwie so von McBlöd oder vom Burger King. Oh, auf einmal, ne? Kennt ihr das auch? Oh, Mann, ey. Ich glaube, ich fahre heute nochmal zu McDonald's.